Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 25. Das ist der Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ausbau der Windenergie in Hessen ist gesamtgesellschaftlich getragener Auftrag an die Politik. Drucksache 252/21 gemeinsam mit Top 47. Das ist der dringliche Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD. Ausbau der Windenergie in Hessen geht weiter voran. Das ist die Drucksache 334/21. Vereinbart haben wir eine Redezeit von 5 Minuten. Zunächst hat Frau Kinkel, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir mal mit den guten Nachrichten an. Im Jahr 2023 war die wichtigste Stromquelle in Deutschland die Windenergie. Das war bis dahin Jahr für Jahr die Kohleverstromung in Deutschland, und jetzt hat die Windkraft die Kohle abgelöst. Das sind gute Nachrichten für das Klima, und das sind auch gute Nachrichten für den Wirtschaftsstandort in Deutschland. Und nicht nur die Windenergie hat zugelegt, sondern alle erneuerbaren Energien. Im Jahr 2023 kamen 56%, also über die Hälfte des Stroms, aus Windenergie, aus Solarenergie, Wasser und Biomasse. Und nirgendwo sind die Lichter ausgegangen. Im Gegensatz zu Frankreich, wo es aufgrund des hohen Atomstromanteils ja durchaus zu geplanten Stromausfällen kam, weil die maroden Atomkraftwerke einfach keinen verlässlichen Strom produzierten. Und viele haben ja gesagt, kann man nachlesen. Viele haben ja gesagt, dass der Strompreis steigt, wenn es überwiegend aus erneuerbaren Energien kommt der Strom, aber das Gegenteil ist eingetreten. Die Strompreise sind nach der Energiekrise wieder gesunken. Man kann im Moment neue Verträge für 25 bis 30 Cent pro Kilowattstunde abschließen. Und die wenigsten haben gemerkt, dass die Strompreisbremse Ende des Jahres und nicht erst im März dieses Jahres ausgelaufen ist. Und es gab ja durchaus einige, die zu Beginn des Ukraine-Krieges gesagt haben, jetzt müssen die Klima- und Energieziele über Bord geworfen werden. Jetzt zählt nur noch die Versorgungssicherheit. Und ich bin ziemlich froh, dass das nicht so gekommen ist, dass sogar Christian Lindner von Freiheitsenergien gesprochen hat und das auch beschleunigt durch den furchtbaren Krieg die Dynamik bei dem Ausbau der Windenergie, bei der Solarenergie, bei den Erneuerbaren richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und die Menschen spüren das auch. Die Menschen lassen sich nicht mehr ins Boxhorn jagen durch irgendwelche Falschaussagen zu Infraschall oder sonstigem Quatsch. Die meisten Menschen haben erkannt, dass uns der Ausbau von Sonne und Wind vor unserer Haustür unabhängiger macht. Und deshalb ist es eigentlich keine Überraschung, dass die Bürgerentscheide in den Taunusgemeinden allesamt positiv ausgegangen sind, in Eltville, in Niedernhausen, in Heidenroth, Hünstetten, alles Kommunen, in denen in den vergangenen Jahren massiv Stimmung gemacht wurde gegen den Windkraftausbau, übrigens auch mit Unterstützung die Stimmung gegen die Windenergie von der FDP und auch der CDU, mal mit leiserer und aber auch mit lauterer Stimme. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben sich trotzdem für den Ausbau der Windkraft vor der eigenen Haustür ausgesprochen. Und das sind richtig gute Signale für die Energiewende. Und dieser deutliche Rückhalt ist auch weiterhin eine ganz klare Forderung an die Politik. Der Ausbau der Erneuerbaren muss weitergehen, er muss schneller werden. Wir haben in Hessen dafür eine ganze Menge gedreht in der letzten Legislaturperiode. Das wissen Sie, das hatten wir hier schon oft im Plenum. Und davon hatten auch viele Maßnahmen hatten auch breiten Rückhalt hier. Das geht von dem Ausbau der Genehmigungsbehörden, das überwiegende öffentliche Interesse im Gesetz festgeschrieben. Wir waren eines der ersten Bundesländer, die die Flächenbeitragswerte erreicht hatten. Und der Schutz in Hessen für windenergiesensible Arten ist jetzt bundesweites Vorbild. Wir sehen an den Genehmigungszahlen, dass dadurch die Talsohle
überwunden ist. Deutlich mehr Anlagen werden beantragt und auch genehmigt. Warum haben wir den Antrag heute auf die Tagesordnung gesetzt? Nicht nur, um auf die hohe Akzeptanz hinzuweisen, sondern auch, um Erwartungen an die Landesregierung zu richten. Denn das Thema Energie ist ja offensichtlich nicht wichtig genug, um es in eines der 11+1-Projekte geschafft zu haben. Aber ich sage Ihnen ganz deutlich, der Ausbau der erneuerbaren Energien darf nicht erneut ins Stocken geraten. Es ist durchaus ein wichtiger Ansatz, dass Sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass Bürgerbeteiligung gestärkt werden soll bei den Ausschreibungen. Das unterstützen wir auch ausdrücklich. Aber wir alle wissen, wie komplex, wie anfechtbar Vergabeverfahren sind. Und deshalb, wenn Sie die Vergabeverfahren ändern wollen, dann darf das nicht dazu führen, dass Windkraftausbau wieder ausgebremst wird. Frau Kinkel, denn die Flächen, ich komme sofort zum Schluss, danke schön. Die Flächenvergabe liegt ja nicht im SPD-Wirtschaftsministerium, sondern im CDU-Umweltministerium. Da werden wir genau hinschauen. Es darf nicht sein, dass dadurch vor Ort den Windkraftgegnern von CDU und FDP in die Karten gespielt werden. Ich komme zum Schluss. Wir werden das Ganze konstruktiv begleiten, sehr geehrte Damen und Herren, und werden es Ihnen nicht durchgehen lassen, wenn Sie die Energiewende ausbremsen wollen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Abgeordneter Lichert von der AfD. Danke sehr, Frau Präsidentin, werte Kollegen! Der Ausbau der Windkraft steht hier und heute zur Debatte. Warum eigentlich? Weil es den, Zitat, gesamtgesellschaftlich getragenen Auftrag an die Politik eben nicht gibt, meine Damen und Herren. Nehmen wir doch gerade einmal die Gemeinden, die Sie da genannt haben, und multiplizieren wir einfach einmal das Wahlergebnis mit der Wahlbeteiligung aus. Was merken wir da? In Eltville weniger als 18% der Wahlberechtigten haben zugestimmt, in Niedernhausen weniger als 20%, nur in Hünstetten gelang es immerhin, ein Drittel der wahlberechtigten Bürger davon zu überzeugen. Ja, diese Abstimmungen gingen für die Windkraft aus, aber ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, meine Damen und Herren, ich bitte Sie, der sieht deutlich anders aus. Und das vor dem Hintergrund der ständigen Propagandakulisse, ja, die angeblich menschengemachte Klimakatastrophe. Und Erneuerbare sind ja so toll. Aber offenbar sind die Bürger viel klüger, als sie es ihnen zugestehen wollen. Und weil das so ist, müssen immer weitere Scheinargumente herhalten, um die Zustimmung der Bürger im Wortsinn zu erkaufen. Wieder ein Zitat: Ist die Windkraft an Land doch eine der mit Abstand kostengünstigsten und klimaschonendsten Arten der Energieerzeugung? So lesen wir es im Antrag der Grünen. Und hier sind wieder einmal die Grundrechenartenleugner am Werk. Denn wenn es so wäre, warum mussten denn dann 2023 die EEG-Subventionen für die Onshore-Windkraft um 25% erhöht werden? Da sind nämlich die Gebotshöchstwerte im EEG-Ausschreibungsverfahren von 5,88 Cent auf 7,35 Cent pro Kilowattstunde erhöht worden, genau um 25%. Na sowas. Aber seit der Abschaffung der EEG-Umlage handelt es sich um Subventionen, und sie sind nicht mehr im Strompreis für die Bürger sichtbar. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Apropos Strompreis. Seit wenigen Wochen ist die Strompreisanalyse des BDEW 2024, also des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, online. Und dort steht schwarz auf weiß, wie teuer es ist, wenn Sonne und Wind keine Rechnung stellen. Denn selbst wenn es so wäre, dass die Stromgestehungskosten von Onshore-Windkraft tatsächlich relativ günstig ist, dann sagt das noch wenig bis gar nichts über die Gesamtkosten des Systems und damit die Kosten für die Stromverbraucher aus. Sie haben ja gerade gefeiert, über 50% des Stroms in Deutschland stammen aus erneuerbaren Energien. Ja, aber schauen wir uns doch einmal an, was das bedeutet. Meine Damen und Herren, das ist aus der Strompreisanalyse des BDEW. Und Sie haben natürlich alle Angst vor blauen Balken, die immer größer werden, vor allen Dingen am Wahlabend, kann ich gut verstehen. Aber dieser blaue Balken, der sollte Ihnen wirklich Angst machen. Das sind nämlich die Netzentgelte.
Und die Netzentgelte sind von 2021 bis 2024 um sagenhafte 48% gestiegen. Und wer in der letzten Legislaturperiode ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass ich genau das vorhergesagt habe. Denn in den Netzentgelten stecken die ganzen Kosten, um diesen Flatterstrom überhaupt irgendwie handhabbar zu machen. Einerseits die Investitionen, aber auch die laufenden Kosten für Regelenergie, Redispatch etc. Und es wird noch weitergehen, denn das hat uns ja nicht zuletzt der Bericht des Bundesrechnungshofes, der der Bundesregierung ein vernichtendes Urteil ausgestellt hat, zeigt ja, dass wir mit diesen Investitionen massiv hinterherhängen. 7 Jahre Verzug, 6.000 Kilometer weniger als geplant. Das heißt, diese hunderte Milliarden, die kommen ja erst noch auf uns zu, meine Damen und Herren. Und das werden die Stromkunden und Steuerzahler irgendwie bezahlen müssen. Und so nimmt es natürlich kein Wunder, dass im IHK-Energiewendebarometer, was die hessischen IHK im letzten Herbst erhoben haben, die Hälfte aller Unternehmen und 60% der hessischen Industrie sagen, dass sie negativ oder sehr negativ von der Energiewende in Sachen Wettbewerbsfähigkeit betroffen sind. Und die Unternehmen handeln danach. 15% der Unternehmen haben bereits Produktion ins Ausland verlagert. Weitere 15% erwägen das. Das, meine Damen und Herren, ist eine forcierte, politisch forcierte Deindustrialisierung unseres Landes. Dem werden wir uns massiv entgegenstellen. Und ich erinnere noch einmal daran, ja, es ist nicht nur wirtschafts- und sozialpolitisch, sondern auch und gerade umweltpolitisch. Und das Herr Lichert, Thema hat kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Es ist geboten, Produktion hier in Deutschland zu halten. Offenbar sind die Einzigen, die auch danach handeln. Danke schön. Als Nächstes hat sich der Abgeordnete Rock von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Also dieser Antrag, den die Grünen jetzt hier eingebracht haben zum Thema Energiewende, der fühlt sich so ein bisschen wie ein unglaubliches Eigentor an. Weil wenn ich mir anschaue, wie Sie hier aufgetreten sind, auch die letzten Jahre zum Thema Windkraftausbau, und wenn ich mir anschaue, wie der Windkraftausbau real vorankommt und vor allem unter Ihrer Verantwortung vorangekommen ist, also wenn ich überlege, dass man in 5 Jahren netto, also wenn ich die Anlagen, die aus dem Netz gegangen sind, nochmal abziehe, netto an Windkraftanlagen in 5 Jahren zugebaut habe, und komme auf die gigantische Zahl von 85 Anlagen und Sie sich hier jedes Mal hier aufplustern und jedes Mal uns erklären, dass das die Rettung der Welt ist, kann ich nur sagen, man muss vorsichtig sein bei der Wahl der Themen hier im Hessischen Landtag, wenn man ein Thema wählt, in dem man so wenig aus Ihrer Sicht überhaupt vorzuweisen hat, sehr geehrte Damen und Herren. Also, wenn das mein Verdienst ist, dass ich das alles verhindert habe, dann sage ich vielen Dank für das Kompliment. Das nehme ich gerne entgegen. Aber ich bin nicht so arrogant, dass ich glaube, dass ich so wirkmächtig bin. Ich glaube, viele, viele Bürgerinnen und Bürger, viele Bürgerinitiativen, und die haben vor allem den Weg des Rechtsstaates erkannt und beklagen diese Anlagen und den Bau dieser Anlagen. Und ich glaube auch, sehr geehrte Damen und Herren, dass, wenn das tatsächlich Realität wird, was in Ihrer Fantasie sich abspielt in Hessen, dann wird es auch wieder deutlich mehr Widerstand der Bürgerinnen und Bürger geben, wenn man natürlich faktisch fast keine einzige Anlage in Hessen errichtet hat in den letzten 5 Jahren, dann ist auch klar, dass der Widerstand nicht mehr so groß ist. Aber das wird sich auch wieder ändern, sollten die Pläne, die Sie hier vorgestellt haben, mit der neuen Landesregierung tatsächlich auf den Weg gebracht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Klimaneutralität nicht zentral mit Windrädern erzeugen werden, sondern mit anderen technischen Maßnahmen. Und die Bundesregierung hat sich ja auch darauf verständigt, 25 Gigawatt klimaneutrale Kraftwerke, grundlastfähige Kraftwerke zu bauen. Und ich hoffe, dass davon auch eins in Hessen gebaut wird, weil wenn wir das machen würden, könnte man mit einem Kraftwerk, das man in 1,5 Jahren vielleicht baut, 3.000 oder 4.000 Windkraftanlagen ersetzen, weil wenn Sie
mit ihrer Ausbaugeschwindigkeit tatsächlich weiter so machen, ist es natürlich völlig ausgeschlossen, dass wir die Kohleenergie irgendwann einmal in Hessen oder in Deutschland nicht mehr nutzen können. Und von daher kann ich nur sagen, das, was Sie hier in den letzten 10 Jahren, 5 Jahren verantwortet haben, ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie hier immer darstellen. Und die Planung, die Sie hier immer so loben, Hessen hat 2% der Vorrangfläche zur Verfügung gestellt, ja, da haben wir, ich weiß es gar nicht, 12 Jahre, 15 Jahre, 15 Jahre für gebraucht, um diese 2% der Flächen zu identifizieren. Und wenn man ehrlich ist, haben wir jede Planungsregel bis ans Letzte ausgedehnt, um überhaupt nur annähernd an solche Flächen zu kommen, die zum Großteil aus meiner Sicht gar nicht geeignet sind, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist doch keine Leistung. Ich stelle fest, dass die Energiewende, die Sie, Grüne, uns versprochen haben, bei vielen Menschen mittlerweile Zweifel an der Klimapolitik insgesamt ausgelöst haben. Und das war nicht ich, und das war auch nicht irgendjemand, der diese Zweifel ausgelöst hat. Aber der Höhepunkt der Krise der Klimapolitik war ja das Heizungsgesetz, das Ihr Minister Habeck in den Deutschen Bundestag hineinbefördert hat. Denn dieses Heizungsgesetz hat so viel Vertrauen bei den Menschen zerstört, dass man eine Politik macht für Klimaschutz, indem man den Menschen mitnimmt. Und das haben Sie zu verantworten. Das ist Ihre Idee gewesen. Das ist Ihre Art des Klimaschutzes von oben herab, eine deutschlandweite zentrale Wärmepumpe durchsetzen zu wollen. Das ist nicht unsere Politik. Wir wollen die Bürger mitnehmen. Wir wollen die Bürger mitnehmen, und Sie wollen den Bürgern die Welt erklären. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Und darum klappt es halt in Berlin auch leider nicht so gut, wie wir uns das vorstellen würden. Vielen Dank. Als Nächstes hat Abgeordneter Krüger, SPD, das Wort. Bitte schön, Herr Krüger. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Endlich mal wieder eine Diskussion um Energiepolitik. Schön, dass wir auch in dieser Legislaturperiode gleich in der ersten Plenarwoche damit anfangen. Freut mich auch, den Wortbeitrag von René Rock eigentlich im Wesentlichen vorhergesagt zu haben. Ja, und ich erneuere, lieber René, meine Einladung. Komm mal zu mir nach Mademühlen. Setzen wir uns bei mir in den Garten. Dann kannst du sehen, dass Windkraftanlagen, auch wenn sie 500 Meter weit entfernt stehen, nicht stören. Und wir haben damals noch mit der FDP 2011 auf dem Hessischen Energiegipfel beschlossen, wir wollen 2% der Landesfläche für erneuerbare Energien, also für Windkraft, zur Verfügung stellen. Wir sind, was die ausgewiesenen Vorranggebiete angeht, jetzt bei 1,9%. Die müssen natürlich noch gebaut werden. Also, das heißt, da stehen noch nicht überall Windkraftanlagen. Aber wir sind da auf dem richtigen Weg. Der Bundesgesetzgeber hat nun vorgegeben, 2,2% bis 2032 hinzubekommen. Das werden wir auch schaffen. Der Windkraftausbau in Hessen läuft, auch wenn, und das hat mich ja sehr gefreut, dass gerade von Seiten der GRÜNEN zugegeben wurde, dass es hier in Hessen eine Talsohle gab. Die Talsohle scheint durchschritten zu sein, in der Tat. Jetzt geht es richtig los. Und das ist auch gut so, weil Hessen natürlich seinen Anteil leisten muss zur Energiewende. Und nebenbei, Windkraft ist in der Tat eine Energiequelle, die im Augenblick schon dafür sorgt, dass die Strompreise gedämpft werden. So ist es. Ja, ich weiß, Hardcore-Ideologen wollen das nicht wahrhaben, aber das sind die simplen Fakten, das sind die Zahlen. Und da Sie ja bei Energy Charts hier sich bedienen, ja, da können Sie das auch nachlesen und nachschauen. Und in der Tat, übrigens kleiner Hinweis, weil gerade gelacht wurde, als die Aussage kam, dass Atomkraftwerke in Frankreich nicht verlässlich sind. Ja, sie sind in Frankreich tatsächlich nicht so verlässlich. Das liegt daran, dass die bei der Wasserkühlung zu 100% davon abhängig sind, dass die Flüsse Wasser führen. Und da müssen sie, hätten sie mal letztes Jahr mal
Solar fahren sollen. Ja, da hätte man sich dann anschauen können, dass da kaum mehr Wasser drin ist. Und das war für die vielen Atomkraftwerke an der Loire der Grund, warum sie abgeschaltet werden mussten. Und wir haben dann den Strom nach Frankreich importiert. Das ist die simple Wahrheit. Und dass es jetzt vorangeht mit dem Ausbau der Windenergie, wieder vorangeht, das hat viel damit zu tun, dass im EEG 2023 das herausragende öffentliche Interesse festgeschrieben wurde. Von daher die Abwägungsfragen bei der Windenergie damit eigentlich klar geklärt sind. Aber, und da kann man durchaus sagen, da hat Hessen entsprechende Vorarbeit geleistet, auch schon in den letzten Jahren. Natürlich ist es wichtig, dass dann auch die Vollzugsbehörden, also sprich die Regierungspräsidien, personell besser ausgestattet sind, dass es zum Beispiel auf dem Klageweg dann auch Richterinnen und Richter gibt, die sich mit dem Thema auskennen. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Das wollen wir weitermachen in Hessen, damit wir auch da eine Entbürokratisierung haben und damit den Ausbau auch der Windenergie weiter beschleunigen können. Und vielleicht noch ein Wort zum Netzausbau, auch wenn das eigentlich off-topic ist. Wir haben beim Netzausbau die Situation, dass über Jahrzehnte von den Netzbetreibern nicht genügend Netzausbau betrieben wurde. Viele Linkschlüsse, viele Schlüsse im Netz zwischen Ost und West zum Beispiel, das Thema Wahle-Meckler kennen wir ja hier in Hessen auch. Die sind viel zu spät angegangen worden. Netze müssen auch neu aufgeseilt werden. Sie müssen verstärkt werden. Das sind alles Dinge, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Und das kommt jetzt plötzlich, also plötzlich eigentlich nicht, weil man hätte es eigentlich vorhersehen können, aber es kommt jetzt plötzlich knüppeldicke. Und das wird jetzt alles der Energiewende in die Schuhe geschoben. Aber es ist nicht die Energiewende, sondern es ist das Versäumnis der Netzbetreiber gewesen, die lange ihre gesicherte Nettokapitalrendite eingestrichen haben, ohne wirklich etwas für den Netzausbau zu tun und für die Verstärkung der Netze, was schon viel früher notwendig gewesen wäre. Und deswegen, wie gesagt, das war nur noch einmal eine kurze Anmerkung. Der Windkraftausbau wird in Hessen weiter vorangehen. Wir werden unsere Ziele erreichen. Ja, wir werden unsere Ziele erreichen. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Glück auf. Nächster Redner ist der Abgeordnete Müller von der CDU. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zunächst einmal sagen, worüber ich froh bin. Ich bin froh, ich bin nicht über Sie froh, aber ich bin froh darüber, dass wir deutlich formulieren in Hessen, wir leben von der Wirtschaft. Und wir leben damit, wenn wir von der Wirtschaft leben, können wir sozial gut sein, wir können aber auch in der Infrastruktur gut sein. Und deshalb ist der Satz, dass unsere Industrie, unser Handwerk wichtig sind und verlässliche Energiezufuhr braucht, ein wichtiger in dieser Regierung. Und deshalb steht auch in unserem Satz der vollkommen zutreffende Satz, ein starkes Land mit guter Infrastruktur und zukunftsfester Daseinsvorsorge ist nur mit einer starken Wirtschaft und Industrie möglich. Und dazu gehört eben auch die Energieversorgung. Und liebe Kollegin Kinkel, ja, es ist richtig, die Erneuerbaren, und wir stehen hinter den Erneuerbaren, waren Haupteinspeiser inländisch im vergangenen Jahr. Aber richtig ist auch, wir haben noch nie so viel Energie importiert als im letzten Jahr. Das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Können Sie nachlesen, Statistisches Bundesamt, Auswertung vom vergangenen Jahr. Und das zeigt, hier läuft in diesem Lande durchaus etwas nicht ganz richtig. Und der erneuerbare Ausbau, den wir nach wie vor verfolgen wollen und deshalb auch eine Offensive in Photovoltaik, ein weiterer Fortschritt in der Windkraft, alles richtig. Aber entscheidend ist, dass die
bei uns im Lande produzierenden Unternehmerinnen und Unternehmer, also Unternehmungen, eine sichere Energieversorgung benötigen. Und, lieber Herr Kollege Rock, wenn Sie dann hier reden, dass die Bundesregierung plant, grundlastfähige, klimaneutrale Kraftwerke, dann ist das wunderbar. Da müssen Sie nur sagen, was bedeutet denn dort klimaneutral? Das bedeutet im Zweifel Wasserstoff, und den stellen Sie ausschließlich her durch erneuerbare Energien. Sonst sind Sie nämlich nicht klimaneutral. Und insoweit ist es etwas pharisäerhaft, wenn Sie hier sagen, das eine ja, das andere nein. Aber richtig ist, das ist nicht klimaneutral, lieber Kollege, aber richtig ist auch, wir brauchen Grundlastfähigkeit. Und Grundlastfähigkeit ist in diesem Industrieland Bundesrepublik Deutschland und in diesem Industriebundesland Hessen ganz wichtig und erforderlich. Und darum werden wir uns kümmern. Darum werden wir uns, glaube ich, auch mit Elan kümmern. Wir werden Erneuerbare weiter ausbauen. Wir werden aber auch dafür sorgen, dass Grundlastfähigkeit kein Fremdwort ist, sondern den Unternehmerinnen und Unternehmern die Produktion ermöglicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Lichert, worüber regen Sie sich eigentlich auf? Da gibt es eine Volksabstimmung oder eine Bürgerbefragung, die führt zu einem Ergebnis. Und Sie regen sich über die auf, die nicht zum Wählen gehen oder nicht zum Abstimmen gehen. Was soll das? Die haben abgestimmt, indem sie gesagt haben, sie gehen nicht hin. Und damit ist die Entscheidung der Mehrheit die Entscheidung, die getroffen worden ist. Das ist Demokratie, das verstehen Sie nicht so richtig. Deshalb erkläre ich es Ihnen an dieser Stelle. Wer nicht wählen geht, hat auch eine Entscheidung getroffen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, so kann es aber auch morgen ganz anders sein. Es kann auch Gemeinden geben, wo die Entscheidung vollkommen anders ausfällt. Und wir haben ganz klar gesagt, wir wollen gemeinsam mit den Kommunen die Dinge vorantreiben. Aber wir müssen auch akzeptieren, wenn vor Ort Menschen zu manchen Projekten eben Nein sagen. Es darf kein apodiktisches Immer geben, sondern es muss ein Miteinander geben. Dafür stehen wir, dafür steht diese Landesregierung. Und deshalb wird Hessen zukunftsfest, auch was die Energieversorgung betrifft. Vielen Dank. Nun darf ich der Landesregierung das Wort erteilen. Herr Staatsminister Mansouri, bitte schön. Frau Präsidentin, Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielleicht anknüpfend an die vorherige Debatte, all denjenigen hier im Haus, die glauben, dass man mit Energiepolitik, Verkehrspolitik, Wirtschaftsförderung, Landesentwicklung und Wohnungsbau nichts für den ländlichen Raum tun könnte, will ich zurufen, warten wir es doch mal ab. Die Zukunft der Energieversorgung braucht mehr Erneuerbare, und zwar genau aus den Gründen, die der Abgeordnete Müller eben genannt hat, für mehr Wertschöpfung an unserem Industriestandort Hessen, für verlässliche Energie und für günstige Preise. Das ist der Weg, den wir auch in der Energiepolitik in Hessen fortsetzen wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns erst einmal klarmachen, wo kommen wir denn aktuell her. Wir haben aktuell 1.183 Anlagen mit 2.220 Megawatt insgesamt am Netz. 88 Anlagen sind aktuell genehmigt und nicht gebaut, mit weiteren 450 Megawatt, die ans Netz kommen. 374 Anlagen sind in Genehmigung, die bringen insgesamt 2.170 Megawatt. Aber es sind auch 71 genehmigte Anlagen beklagt und 55 abgelehnte Anlagen beklagt. Das ist eine der Fragen, mit denen wir uns in Zukunft werden auseinandersetzen müssen. 50% der Energie in Hessen, des Stroms, der elektrischen Energie, wird aktuell schon aus Erneuerbaren produziert, ein Großteil davon durch Wind. Und diesen Weg werden wir nur konsequent weitergehen können, wenn wir die erforderlichen Flächen dafür auch zur Verfügung stellen. 1,9% für Wind stehen jetzt schon zur Verfügung. 1% wollen wir für Photovoltaik zur Verfügung stellen. Das zeigt, wir haben ambitionierte Ziele und auch machbare Strategien, um diese zu erreichen, meine Damen und Herren. Und da hat natürlich geholfen, das, worauf sich Bund und Länder im Rahmen des Deutschlandpakts geeinigt haben. Das Stichwort überragendes öffentliches Interesse ist gefallen, aber auch die Standardisierung im Artenschutz. Es geht um die Straffung gerichtlicher
Verfahren. Es geht aber auch darum, dass Behörden und Gerichte mit entsprechendem Personal ausgestattet werden. Denn am Ende sind es Menschen, die diese Anlagen genehmigen und auch die rechtliche Überprüfung vornehmen müssen. Im Zuge von Fach- und Arbeitskräftemangel müssen wir aber auch innovativer werden. Deswegen ist es so entscheidend, dass es uns in den Behörden gelingt, die Verwaltungsverfahren zu digitalisieren. Deswegen ist es so entscheidend, dass wir gemeinsam, wie wir uns als Koalition vorgenommen haben, auch an Poollösungen für Personal arbeiten, damit wir das Personal effizient dort zur Verfügung stellen, wo es gebraucht wird, damit diese Anlagen auch schnell genehmigt werden im Interesse einer verlässlichen Energieversorgung. Und meine Damen und Herren von Bündnis 90 Die Grünen, so einig wir uns vielleicht bei diesen Fragen sind, ich frage mich, sind wir uns auch einig, wenn es um Stichtagslösungen geht, wenn es um Genehmigungsfiktion geht oder wenn es etwa um die Einschränkung missbräuchlicher Verbandsklagen geht. Da steht diese Koalition nämlich auch, meine Damen und Herren. Und alleine die Zahl der beklagten Anlagen zeigt, dass wir ein riesengroßes Akzeptanzthema für die erneuerbaren Energien haben. Deswegen ist es für uns als Koalition auch so entscheidend, einen anderen Begriff der Bürgerbeteiligung zu prägen, sondern die Argumente, die vor Ort genannt werden, auch ernst zu nehmen und uns mit den Menschen zu Zeitpunkten auseinanderzusetzen, wo Infrastrukturvorhaben auch noch einen anderen Weg gehen können. Denn nur wenn Menschen feststellen, sie werden vor Ort ernst genommen, werden sie sich auch hinter diese Projekte stellen. Deswegen ist die Bürgerbeteiligung auch so entscheidend, meine Damen und Herren. Wir wollen vor diesem Hintergrund auch, dass die Menschen vor Ort konkreter von den erneuerbaren Energien profitieren. Deswegen wollen wir auch Alternativen zum Bieterverfahren finden. Und deswegen wollen wir auch dafür sorgen, dass kommunale Unternehmen, dass Kommunen selbst und das Hessen Forst solche Projekte auch selbstständig verwirklichen können. Wir sind überzeugt, das führt zu mehr Akzeptanz vor Ort. Das ist das, was wir erreichen wollen, meine Damen und Herren. Und am Ende kann man Windenergie nicht isoliert denken. Das Stichwort Photovoltaik ist gefallen. Viel wichtiger ist aber das Stichwort Speicherung. Deswegen wollen wir auch als Landesregierung die Wasserstoffstrategie konsequent fortschreiben. Wir werden an Pumpspeicherwerken in Hessen arbeiten. Wir werden das Thema auch stärker mit der Elektromobilität zusammendenken. Denn es geht immer darum, dass diese Energie gespeichert wird und zur Verfügung steht, wenn sie gebraucht wird, und zwar vom Lkw bis zum elektrischen Aufsitzrasenmäher, meine Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich darf Sie an die Redezeit erinnern. Ich komme zum Ende. Damit wir erfolgreich sind, braucht es Flächen, es braucht schnelle Genehmigung, es braucht Pragmatismus, es braucht Akzeptanz, es braucht Speicherung, es braucht Innovation. An all diesen Themen arbeitet die Landesregierung. In diesem Sinne machen wir keinen Wind, sondern ernten wir ihn. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir sind nun am Ende der Debatte. Mir wurde mitgeteilt, dass beide Anträge in die Ausschüsse verwiesen werden sollen. Ich gucke noch einmal zu den parlamentarischen Geschäftsführern, sehe Nicken. Dann verfahren wir so. Vielen Dank.